Nach 17 Minuten gelang Sverrisson in seinem 100. Bundesliga-Einsatz das erlösende 1:0. Dessen positive Wirkung verpuffte allerdings bereits 10 Minuten später. Kreh auf Sergio und der zirkelte den Ball genau durch die Beine von Eike Immel. 1:1. Und weiter ging's im 10-Minuten-Takt. Das ist Ulf Kirsten. Und dann sah die VfB-Abwehr nur noch die Hacken des flinken Brasilianers. 1:2, spätestens zu diesem Zeitpunkt hatte Sergio die Nachnominierung für das Deutschland-Länderspiel gerechtfertigt. Leverkusen hatte in den letzten 6 Auswärtsspielen nur 2 magere Punkte ergattert. Dass es diesmal wieder so klappte, lag nicht zuletzt auch an Bernd Schuster, der nicht nur glänzend Regie führte. 1:3, 13 Minuten vor Schluss, war das natürlich die Entscheidung. Doch damit nicht genug. Die beiden überragenden Leverkusener setzten noch eins drauf. Fischer, dann Bernd Schuster. Und mit dem 11. Saisontor von Paulo Sergio zum 1:4 verbesserte sich der Pokalsieger auf Rang 5. Der Mann sieht so richtig gut aus. Dragoslav Stepanovic, hier etwas garstig, aber momentan sehr erfolgreich mit seinen Leverkusenern. Und die zogen sich sogar im Münchner Olympiastadion recht überzeugend aus der Affäre. Da, wo noch keine Mannschaft gewinnen konnte in dieser Saison. Andreas Thom, Sergio und die erste große Möglichkeit für die Gäste. Erich Ribbeck, so richtig sauer, erklärt hier aber dem Falschen, nämlich seinem Co-Trainer Klaus Augenthaler, den Fall. Andere hätten es wohl nötiger gehabt, denn Leverkusen auch in der Folgezeit gefährlich. Mit Pavel Hapal. Und Raimund Aumann. Pfiffe zur Pause im Olympiastadion. Wann hat es das schon einmal gegeben in dieser Saison? So langsam kamen sie besser ins Spiel, die Münchner Bayern. Und so langsam häuften sich die Torchancen. Dann aber wieder Leverkusen. Immer gefährlich über Andreas Thom. Er machte das Spiel schnell, er verteilte die Bälle. Sehr geschickt auf René Riedlewitz. Und mit seinem Schuss hatte nun wirklich keiner gerechnet. Vor allen Dingen nicht Raimund Aumann. 1:0 für Leverkusen nach 53 Minuten. Und immer lauter wurden sie, die Pfiffe im Olympiastadion. So laut, dass sich nun auch Valencia aufgefordert fühlte, endlich noch einen Gang zuzulegen. Schönes Dribbling, herrlicher Pass auf Markus Schupp. Wunderbare Drehung, abgeschlossen von Bruno Labbadia. Erst sein zweites Tor in dieser Saison, aber dieses aus der 59. Minute ein ganz, ganz wichtiges. Über so einen herrlichen Spielzug und solch ein Tor konnte endlich auch Erich Ribbeck seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen, dem Jubeln. Es war allerdings das letzte Mal in diesem Spiel, denn es blieb beim 1:1 Remis. Leverkusen am 20. Spieltag an der Tabellenspitze und doch fast wieder weg vom Platz an der Sonne nach diesem Roadrunner-Solo des Wattenscheiders Suleyman Sahne. Aber die Freude der Wattenscheider war einfach zu groß über diese Führung, denn praktisch im Gegenzug erzielte Ulf Kirsten den 1:1 Ausgleich und Endstand. Einfach, aber effektiv. Dieses 1:1 Unentschieden.